Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Die Selbermacher. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Pumpe für unseren Pool gewesen, für die Sandfilteranlage. Was ist passiert? Nun, ich zeige es euch einmal ganz kurz. So sieht's aus. Das war unser Hund heute Nacht. Der hat komplett den Pool zerfetzt. Ich weiß nicht warum, was passiert ist, wieso. Normalerweise macht sie das nicht. Hat allerdings nicht nur den Pool kaputt gemacht, sondern auch das Kabel von der Sandfilteranlage durchgebissen aus Langeweile. Ich weiß es nicht. Ich zeige euch jetzt, wie wir das reparieren können, worauf man achten muss und was dabei wichtig ist zu bedenken. Ja, so sieht es aus. Unser Hund hat nicht nur den Pool zerfetzt heute Nacht, sondern auch das Kabel. Er hatte seine wahre Freude daran, die Stecke, die Kabel kaputt zu machen und auch direkt hier von der Pumpe das Kabel abzubeißen. Jetzt wollen wir das wieder reparieren. Die Badesaison ist zwar vorbei, aber für nächstes Jahr schon soweit alles vorbereiten. Da habe ich hier so ein Stück Kabel mir schon mal vorbereitet. Auch genau die gleiche Stärke wie das alte gewesen. Ein Quadrat. Das brauchen wir für die Pumpe. Und ich nehme euch einfach mit, das einmal anzuschließen. Wenn ihr Lust habt, bleibt einfach dran. So, was sind die benötigten Materialien? Nun, wir haben einmal eine Adern-Endhülsenzange, um die Adern-Enden wieder vernünftig vorzubereiten, damit wir die auch festschrauben können. Dann eine Quetschzange, ein Steckverbinder zum Aufschrauben, ein Yukari-Abisoliermesser, ein Kreuzschlitzschraubendreher, das Kabel mit Stecke und dann kann es losgehen. Wir haben jetzt schon den Deckel hier einmal abgeschraubt und so sieht es aus da drin. Da haben wir hier einmal den Schutzkontakt, der ist grün-gelb gekennzeichnet, den müssen wir dort wieder anschließen ans Gehäuse, damit, weil ja im Wasserbereich gearbeitet wird, das Gehäuse geschützt ist. Dann haben wir einmal den blauen und den braunen Leiter, einmal Phase und einmal Nullleiter und das müssen wir auch genauso wieder anschließen. Dann haben wir hier den Anlaufkondensator, den habe ich nur mal aus den Kabelbindern rausgenommen, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, dass wir auch wirklich alles wasserdicht wieder verschließen, hier mit dem Drehdruckverschluss. Das ist ganz wichtig, das ist nämlich wasserdicht dann wieder und dann kann da kein Wasser, kein Spritzwasser in das Gehäuse reinkommen. Hier haben wir noch die Dichtung, die muss natürlich beim Festaufschrauben auch wieder festsitzen. Und ich würde sagen, wir bereiten jetzt erstmal das Kabel hier vor, isolieren das mit dem Yukari ab, pressen oder quetschen die Adern-Endhülsen drauf und dann geht es weiter. So, dann fangen wir jetzt erstmal an, das Kabel vorzubereiten. Dazu nehmen wir uns das Yukari, abisolieren Werkzeug und isolieren so ungefähr 3 bis 4 cm von der Ummantelung des Kabels ab. Das geht relativ einfach. Da haben wir hier die zwei Messer oder da haben wir hier das Messer, was hier reingreift mit den Klingen. Müssen wir schön stramm anlegen, 2-3 Mal rumdrehen und dann haben wir soweit den Mantel schon eingeschnitten und können den relativ problemlos abziehen. Dann haben wir hier die drei Adern. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir sowohl das braune als auch das gelbe, die gelbe Ader noch abisolieren und auf die Litze dann die Adern-Endhülse raufpressen. Das bereiten wir jetzt soweit vor und dann geht es weiter mit dem Anschließen. So, dann nehmen wir auch das Yukari zu. Da gehen wir auf die 0,8 mm Verzahnung. Und da haben wir ohne Probleme dann den Mantel oder die Isolierung von der einzelnen Litze abisoliert. Und da können wir dann die Adern-Endhülse aufpressen. So, die legen wir uns jetzt hin, pressen die soweit auf. So sieht es aus und dann schließen wir das gleich an. So, jetzt haben wir die ein Quadrat Adern-Endhülsen schon aufgeschoben und die pressen wir jetzt.
Hier ist ja eine Skala auf der Adern-Endhülsen-Presszange drauf zu sehen. Das ist bei den meisten. Und da können wir eigentlich ganz einfach uns jetzt den 1 mm raussuchen. Fängt mit 0,5 an, 0,75 und 1 mm. Da führen wir jetzt die Adern-Endhülse hier rein und quetschen die vernünftig zusammen. Und dann ist sie eigentlich fest und löst sich nicht mehr ab. So, schön unten jetzt bis zum Anschlag und dann ist sie fest. So, jetzt könnte man, wenn man will, das überschüssige Kupfer, was hier ein bisschen da rausguckt, noch abschneiden mit einem Seitenschneider, aber ich lasse es einfach dran, weil das stört eigentlich gar nicht. So, und jetzt geht's denn los. Jetzt schieben wir das alles mal ein bisschen beiseite und jetzt nehmen wir uns das Gehäuse vor und fangen an, das uns soweit vorzubereiten. Dazu schrauben wir uns erstmal hier den Verschluss auf, die Quetschverbindung, dass wir das Kabel daraus bekommen. Dann brauchen wir noch einen kleinen Schraubendreher, den hatte ich vorhin noch vergessen, da nehme ich gerne immer den so ein Stromprüfer, wobei ich ihn nicht als Stromprüfer verwende. Warum? Das erkläre ich euch nochmal in einem anderen Video. Weil unter ungünstigen Bedingungen und unter ungünstigen Umständen ist dieser Stromprüfer lebensgefährlich. Aber für uns jetzt zum Lösen der einzelnen Schrauben reicht der allemal. So, jetzt haben wir das letzte Stück hier entfernt. Das tun wir beiseite. Hier haben wir schon die neue Pressschelle. Die kommt dann auf den Schutzleiter, auf den grün-gelben aufgequetscht. Und wir müssen jetzt wieder sozusagen rückwärts vorgehen. Wir müssen uns hier die Pressverbindung vorher auf das Kabel raufschieben. Dürfen wir nicht vergessen. Das muss vorher drauf. Dann hier durch die Kabelführung auch noch durch und dann können wir eigentlich schon unsere Aufschraubhülse nehmen, können das Kabel da durchführen. Das ist immer gar nicht so leicht bei diesen kleinen Verbindungen. Soweit. Auch schön aufpassen, dass wir wirklich das nicht zu weit durchschieben, weil ansonsten könnten wir das Problem haben, dass wir nicht die Litze quetschen hierbei, sondern dass wir die Umwandlung, die Isolierung quetschen und dann hat er sehr schlecht bzw. gar keinen Kontakt. Und dann geht es eigentlich genauso weiter. Hier haben wir dann wieder eine Anzeige. Das ist eigentlich ganz simpel und quetschen das so schön vernünftig fest. Einmal ordentlich drücken und dann ist das eigentlich auch schon erledigt. So, das haben wir soweit fest. Jetzt kann das Ganze wieder aufgeschraubt werden und dann haben wir schon mal den Schutzleiter wieder verbunden. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, aber eigentlich nicht weiter kompliziert. Und relativ schnell erledigt die ganze Geschichte. So, jetzt hatte ich gesagt, müssen wir aufpassen, welchen Kontakt wir jetzt wohin nehmen. Wir hatten erst den blauen, den wir hier gelöst haben. Der blaue musste an die erste Schelle oder an die erste Schraubverbindung von der Lüsterklemme wieder aufgeschraubt werden. Und auf dem zweiten Kontakt war der braune Leiter. Und so schrauben wir uns das dann auch wieder fest. So. Wenn man sich bei so Sachen nicht ganz sicher ist oder wenn man denkt, man vergisst es, dann macht es sich immer ganz gut, wenn man sich das kurz aufskizziert, aufzeichnet und dann ist man auf der ganz sicheren Seite. So, und jetzt werden wir hier noch den Kondensator wieder festklemmen mit den Kabelbindern, die hier schon vorhanden waren. Die haben wir auch gar nicht kaputt gemacht, sondern nur leicht runtergezogen. Das
Deswegen ist das auch gar nicht so schwierig, dass wir den wieder raufkriegen. Damit ist der wieder schön fixiert und verbunden. Wunderbar. So, jetzt haben wir hier unsere Schraubverbindung. Die können wir jetzt schon gleich festquetschen oder wir schrauben zuerst den Deckel wieder drauf, weil dann haben wir ganz genau den Abstand. Ne? Na so, genau. Da gucken wir, dass wir auch die Dichtung nicht einquetschen, also wo sie nicht gequetscht werden darf, sondern wirklich ordentlich dicht kriegen, die ganze Geschichte. Auch auf dieser Seite hier, das ist ganz wichtig. Und dann können wir das nämlich hier richtig wasserdicht verschrauben, dann passiert da auch gar nichts. Immer schön ein bisschen raufdrücken, dass wir nicht die Schrauben zerstören, indem das überknuppt. So, hier ist das Kabel locker. Wir wollen ja auch eine gewisse Zugentlastung haben, also schieben wir es einen kleinen Millimeter rein, schrauben dann oder verschrauben dann die sozusagen Quetschmuffe. Aufpassen, dass wir die gerade raufsetzen, dass da nicht das Gewinde kaputt gemacht wird. Das geht relativ schnell, kann das passieren. Hier bei den kleinen Gewindegängen. So. So ist das soweit fest jetzt. Damit haben wir es wieder wasserdicht zugemacht und kann nichts passieren für die nächste Gartensaison oder nächste Badesaison. Vielmehr sind wir jetzt soweit gewappnet. Ja, das war einmal ganz kurz so ein kleines Video, wie ich ganz einfach ein Kabel reparieren kann bei einer Pumpe für den Sandfilteranlage, Pool, Quick-Up-Pool hatten wir. Ist nicht kompliziert, aber man muss einige Dinge beachten. Die oberste Vorsichtsmaßnahme oder Sicherheitsregel ist immer wirklich darauf zu achten, dass alles wasserdicht ist. Wir arbeiten hier mit Strom, 230 Volt liegen an, das kann lebensgefährlich sein. Daher bitte nur nachmachen, wenn ihr das elektrische Verständnis dazu habt. Ansonsten lasst es lieber einen Elektriker machen, gebt es weg. Ich bin gelernter Elektroniker, ich weiß, wie das funktioniert und trotzdem muss man sich der Sache 100% sicher sein. Ansonsten kann es wirklich sehr, sehr schlimme Folgen haben. Das war eine Anregung von mir, wie man das machen kann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare unten rein, empfehlt uns weiter. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, dieselbe Mache.